Heute gibt es mal einen Quick-Tipp direkt vom Motorrad, und zwar geht es um Kalimoto und darum, in eine laufende Tour einen Tankstopp einzufügen. Generell hat Kalimoto dafür ja schöne Funktionen. Hier oben über euer Menü in der Ecke könnt ihr ja aufrufen und dann sagen, einfach nächste Tankstelle integrieren oder Tankstelle integrieren allgemein. Für mich ist das aber nicht wirklich zu gebrauchen. Ich meine, nächste Tankstelle, das ist was, wenn ihr jetzt wirklich komplett panisch seid, ihr seid kurz vor Trocken und müsst jetzt wirklich einfach zur nächstgelegenen Tankstelle. Für mich, wenn ihr auf einer Tour seid und fahrt, hat es halt das Problem, die kann unter Umständen auch rückwärts sein. Das heißt, ihr werdet rumgedreht, weil die nächste gelegene Tankstelle 2 Kilometer hinter euch ist, während, keine Ahnung, die nächste auf eurer Route ist 5 Kilometer. Nur, wie gesagt, im Normalfall gehe ich mal davon aus, dass ihr so rechtzeitig jetzt danach eine Tankstelle sucht, dass das keine Rolle spielt und ihr natürlich weiter, wenn es geht, eurer Route folgt. Tankstelle integrieren für mich ist genauso wenig hilfreich, weil ich gehe mal davon aus, wenn ihr eine Tankstelle sucht, dann ist das irgendwo, wo ihr euch nicht auskennt. Und dann hier eine Auflistung zu kriegen, wo halt irgendwelche Adressen draufstehen, wenig hilfreich, würde ich mal sagen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch in der Ecke nicht wirklich auskennt. Und das große Problem für mich dabei ist, dass die Entfernungen hier zwar stimmen natürlich, aber die ganzen Tankstellen haben halt nichts mit eurer geplanten Route zu tun. Hier geht es wirklich darum, von eurem aktuellen Standpunkt die nächstgelegenen Tankstellen sozusagen. Und das kann ja schwerwiegende Folgen auf eure geplante Route haben. Wenn ihr jetzt einfach auf irgendeine tippt und dann geht er komplett ab vom Schuss, es wird alles Mögliche neu berechnet und eure schön geplante Route ist unter Umständen dahin. So, und deswegen von mir der Tipp, die für mich beste ja, Methode, um eine Tankstelle auf eure Route einzufügen, ist dann wirklich hier kurz auf die Pause zu gehen, sagen pausieren. Und in dem Moment habt ihr jetzt dann hier oben wieder die ganz normale Suche zur Verfügung und könnt euch hier die Tankstelle raussuchen. So, und die werden euch jetzt dann halt auch richtig schön auf der Karte angezeigt. Das heißt, hier können wir jetzt da sehen, keine Ahnung, ich fahre hier lang und irgendwo hier auf der Strecke, zack, da ist doch eine, guck mal da. Und die liegt gar nicht mal so weit ab von meiner Strecke und ist auch nicht so weit weg. Das heißt, hier tippe ich jetzt einfach mal drauf, kriege gesagt, okay, das ist eine Tankstelle und dann sage ich hier jetzt einfach Ziel als Via-Punkt setzen. Und schon wird die in meine Route rein integriert. Und selbst hier habt ihr jetzt gesehen, dadurch, dass ich hier oben abgebogen bin, hat es schon eine kleine Änderung in der Route gegeben. Aber zumindest seht ihr das direkt jetzt hier. Bei der anderen Methode ist das aus meiner Sicht immer ein bisschen schwierig und kann, wie gesagt, recht schwerwiegende Folgen haben. So, und jetzt geht er einfach auf Route fortsetzen und schon habt ihr eure weiterhin geplante Tour mit dem zusätzlichen Tankstopp drin und könnt schön gemütlich weiterfahren. Ja, und das war's auch schon für heute. Wenn ihr solche Tipps nicht verpassen wollt, wie gesagt, Kanal abonnieren, Glöckchen drücken, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn was Neues gibt. Ansonsten hoffe ich mal, dass euch der Tipp gefallen hat und was genützt hat. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und tschüss.